Herzlich willkommen, mein Name ist Tamara Cantieni. Ich rede heute mit der Frau Dr. Rosemarie Adelsberger über Bruststraffungen. Frau Dr. Adelsberger, was sind denn so die Ursachen, warum eine weibliche Brust aus der Form gerät quasi? Also die drei häufigsten Gründe für den Wunsch nach Bruststraffung ist einerseits eine Veranlagung, oder? Dass Patientinnen einfach so geboren sind, dass die Form in dem Sinne nicht stimmt und der Wart auf ihnen nach unten schaut und Patientinnen es schon sehr lange stört. Dann der andere Grund ist natürlich nach Schwangerschaft und Stillzeit. Wenn sich die Brust verändert hat, dann wünscht sich viele Patientinnen wieder die ursprüngliche Brust zurück. Und der dritte häufigste Grund ist nach Gewichtsabnahme oder Gewichtsschwankungen über Jahre. Da hat es Volumenverlust, die Haut hat sich dehnt und zieht sich auch nicht mehr zurück. Und das stimmt eben auch nicht mehr. Und dann wünschen die meisten eine Bruststraffung. Ja, Brust ist ja wirklich für das Frauenbild, für einen selber, etwas wahnsinnig Wichtiges. Jetzt klingt das immer so einfach so, eine Bruststraffung. Mhm. Aber es ist ja eigentlich hochkomplex. Was ist das genau? Man tut es natürlich vor der Operation bei der Patientin einzeichnen, wie was ausgeht, wie die neue Warzaufposition, die ankommt. Dann tut man die vorige Haut wegschneiden, ganz oberflächlich. Und zusätzlich wird das Brustdrüsengewebe wieder neu geformt. Das wird ein bisschen gelöst vom Thorax, es wird angehoben und eben der Wartsauf wird neu positioniert. Und so kann man wieder eine schöne Brust formen. Also das ist ja doch recht ein Eingriff. Es gibt aber auch Möglichkeiten, zum Beispiel mit einem Implantat die Brust wieder zu füllen und zu straffen. Genau, das ist dann noch ein bisschen komplexer als die Bruststraffung selber, weil da muss man noch das Volumen von dem Implantat dazu errechnen. Genau, da kommt ein bisschen darauf an, die Patientin sagt, ich hätte gerne eine grössere Brust, als ich vorher hatte. Oder meine Brust im BH selber find ich immer noch zu klein. Dann kann man über das Implantat reden. Oder man kann Patientinnen anbieten, wenn sie sagt, eigentlich will ich nicht viel grösser, nur ein bisschen. Ob man es dann mit einem Lipofilling, also mit Fett absaugen und oben wieder ein bisschen einfüllen, ob man das so kombinieren kann. Genau. Also da gibt es diverse Möglichkeiten. Da gibt es diverse Möglichkeiten. Die Haut oder die Brüste wieder schön straff aussehen zu lassen. Genau. Jetzt bei einer Straffung, die Sie geschildert haben, bei dieser OP, wo der Warzauf ausgeschnitten wird, gibt es ja doch noch recht viele Narben. Leider ohne Narben geht es nicht, oder? Weil man eben alles wieder neu positionieren und die Haut wegschneiden. Also da gibt es einmal Narben um den Warzauf herum, dann die Brust durchab und meistens noch in der Unterbrustfalte gibt es auch noch mal eine Narbe. Die stört aber meistens am wenigsten, weil die halt verdeckt ist. Wie ist so der Heilungsverlauf bei diesen Narben? Sieht man die nachher noch? Bleibt das? Ja, also die meisten Fotos, die wir zeigen, sind 3 Monate nach der Operation gemacht. Da sieht man die Narbe noch relativ gut. Mhm. Man sieht sie vor allem gut, weil sie eine andere Farbe hat. Meistens sind sie ein bisschen rötlich oder ein bisschen dunkel pigmentiert. Aber das braucht etwa ein Jahr und dann sind sie ein feiner weißer Strich. Da muss man einfach Geduld haben, das wird mit der Zeit immer schöner. Es ist schon immer so ein bisschen unheimlich, wenn man hört, oder eine Brust, die Warze wird ausgeschnitten und verpflanzt und versetzt. Mhm. Hat das Konsequenzen für die Brustwarze oder für das Gefühl? Ja, eben also, da muss man genau sagen, die Brustwarze wird nicht in dem Sinne ausgeschnitten, also weggenommen, wieder da, sondern da wird einfach um den Warzhof wird die Haut oberflächlich gestellt, oder? Und der Warzhof wird einfach verschoben. Der wird nicht weggenommen, wird nur verschoben. Und das ist dann schon wieder weniger gefährlich oder so. Aber natürlich auch trotzdem kann die Sensibilität ein bisschen vermindert sein. Das kommt aber wieder zurück. Manchmal braucht es ein halbes Jahr. Die Sensibilität ist eins. Die hat man, bringt man automatisch mit. Was heisst das für Schmerzen? Also wenn man sich so eine Operation unterzogen hat, tut das noch weh? Man hat sicher Schmerzen. Ohne geht es in dem Sinn nicht. Die Schmerzen werden gut abgedeckt mit Medikamenten, die man nach der Operation bekommt. Aber im Vergleich mit anderen Operationen, also zum Beispiel mit der Brustvergrößerung, ist es sehr schmerzarme Operation. Also Patienten sind relativ schnell wieder fit. Direkt nach der Operation sind die im Vergleich zu der Brustvergrößerung schneller fit und auch im Verlauf von diesen 3 Monaten sieht man, wie schnell die Patienten wieder sich normal bewegen. Also, gibt es irgendeine Frau, wo man die Straffung nicht machen kann, weil vielleicht wenig Eigengewebe ist? Oder gibt es irgendwo Grenzen dort? Nein, eigentlich kann man eine Bruststraffung bei jeder Brust machen. Man muss ihr einfach genau sagen, also nicht, dass sie sich etwas Falsches vorstellt. Oder? Wenn jetzt jemand eine relativ leere Brust hat und die straft nicht, dass sie denkt, oh, nur durch die Straffung gibt es mehr Volumen. Das gibt es natürlich nicht. Das muss man natürlich vor alles abklären. Man kann es ein bisschen im Spiegel zeigen, wie es ungefähr aussehen könnte. Aber wenn die Patientin eine realistische Vorstellung hat, kann man auch bei jeder Patientin eine Bruststraffung machen. Gibt es eigentlich einen richtigen Zeitpunkt, um Bruststraffung bei sich machen zu lassen? Sagt man zum Beispiel, man wartet, bis man ein Kind bekommen hat? Oder gibt es ein Alter, ab dem es sich in Anführungszeichen lohnt? Wie sehen Sie das?
Also meiner Meinung nach gibt es jetzt nicht den einen besten Zeitpunkt. Es kommt immer darauf an, warum man eben die schlaffen Brüste oder die hängenden Brüste hat. Die Patientinnen, die veranlagt sind oder schon so geboren sind, die kommen halt relativ früh, weil das schon, ja, sich halt schon früher schämen und so. Die kommen dann vielleicht so Mitte 20. Und ich denke, wenn die wissen, ob ich ein Kind habe, habe ich schon einen Partner oder nicht, dann würde ich jetzt ihnen empfehlen, nicht unbedingt zu warten, bis das alles gefunden ist. Kann ja relativ, kann noch 10 Jahre gehen. Aber die Patientinnen, die sagen, ich habe meinen Partner, ich will jetzt bald möglichst Kind haben, dann würde ich sicher anraten, mal die Familienplanung abzuschliessen und dann operieren, weil dann ist es sicher auch nachhaltiger. Oder man weiß ja nie, wie sich die Brust verändert nach Schwangerschaft und Stillzeit. Also wenn jemand jetzt zum Beispiel viel Gewicht verloren hat, dann würde ich auch empfehlen, dass jemand das Wunschgewicht erreicht hat und dass jemand 6 Monate gehalten hat und dann operiert wird. Wenn jetzt die OP passiert ist, das ist eigentlich der kleinste Teil, in Anführungszeichen. Dann kommt eine Phase, in der man so in der Heilung ist. Genau. Wie ist der Ablauf dort genau? Was passiert da? Also wir kontrollieren die Patienten standardmäßig etwa 3 Monate nach. In diesen 3 Monaten werden ungefähr 5 Kontrollen gemacht. Wenn es mehr nötig ist, auf jeden Fall mehr. Dann schaut man, ob die Narbe gut abheilt oder ob es irgendwie Wundheilungsstörungen gibt. Also tut man das regelmäßig nachkontrollieren. Patientinnen dürfen 4-6 Wochen keinen Sport machen. Und für die 3 Monate kommen Patientinnen ein Narbenpflaster rüber, das sie regelmäßig einmal in der Woche wechseln müssen, damit die Narbe schön fein wird. Was bedeutet das für das Arbeiten oder für den Alltag, wenn man sich so einer Straffung unterzieht? Wie lange ist man out of order? Ja. Also grundsätzlich, wenn man so einen reinen Bürojob hat, dann kann man nach 3 bis 4 Tagen wieder zurück an den Arbeitsplatz. Das geht relativ gut. Wenn man wirklich einen körperlich anstrengenden Beruf hat, dann muss man bis zu 2 Wochen bringen. Das klingt so ein bisschen easy, ein paar Tage frei, dann geht man wieder arbeiten. Ist das so ein kleiner Eingriff oder kann es auch da Komplikationen geben? Es kann schon Komplikationen geben. Also in dem Sinn, ich will nicht sagen, dass es ein kleiner Eingriff ist, aber es werden einfach Weichteile bearbeitet, es werden keine Knochen in dem Sinn bearbeitet. Und darum ist es von den Schmerzen wirklich relativ gut auszuhalten. Und eben auch mit dieser Schmerzmedikation geht das in dem Sinn sehr gut. Und heutzutage wenn die Patientinnen ja auch relativ schnell wieder zurück in den Alltag und nicht lange krankgeschrieben sind. Eben, ihr vom Breast Atelier sind ja da Experten. Ihr möchtet ja quasi nichts anderes, als euch um die Brüste zu kümmern. Genau, trotzdem ist es aber eine individuelle Geschichte, oder? Wer was braucht. Ja, genau, das ist ja so. Ja. Wie merke ich jetzt als Patientin, bei wem ich richtig bin, weil das ja so individuell ist, wie finde ich meinen richtigen Arzt oder meinen richtigen Ort mit meinem Problem? Bei einem Arzt muss man sicher mal schauen, ob er einen Facharzttitel hat, also einen FMH-Titel. Wenn er so einen hat, ich würde empfehlen, den Patientinnen, dass sie einen Facharzt für eine plastische, rekonstruktive und ästhetische Chirurgie hat. Durch das ist garantiert, dass er besteht, 6 Jahre Ausbildung hat, mindestens. Manchmal gehen die Ausbildungen 10 bis 12 Jahre. Oder? Man muss Vorträge an Kongress gehalten haben, muss eine Publikation geschrieben haben, Prüfungen gemacht haben. Also von dem her ist es eine sehr fundierte Ausbildung. Einerseits muss er da sein, andererseits muss man natürlich auch schauen im Gespräch, oder fühlt man sich wohl bei dem Arzt oder nicht. Und dann natürlich auch schauen, in welcher Umgebung ist es wirklich eine Praxis, wo man auch ein gutes Gefühl hat. Und natürlich auch Mund-zu-Mund-Propaganda, das ist sicher auch etwas, was viel bringt. Können Sie Patientin oder Frau, die so etwas im Kopf haben, etwas empfehlen? Gibt es vielleicht ein bisschen unrealistische Erwartungen? Oder was würden Sie jemandem mitgeben, der sich mit dem Gedanken dreht, die Brust straffen zu lassen? Also ich würde sicher die Vor- und Nachbilder, die man zum Beispiel auf der Homepage haben, die mal anschauen. Oder? Und man muss immer schauen bei den Vorherbildern. Am besten wäre natürlich, wenn man ein Vorherbild hat, das Anatomie ähnlich ist wie die eigene Anatomie. Oder? Weil viele schauen nach nur die Nachbilder an und sagen, oh ja, gerne, ich hätte es gerne so. Aber die Ausgangslage ist ganz anders. Und dann kann man natürlich nicht sagen, es wird nachher so. Oder? Darum muss man immer schauen, von wo kommt man, wo geht man ran. Und wenn man eben die Vor- und Nachbilder ein ähnliches gefunden hat und mit dem Nachbild auch zufrieden ist, dann kann man auch so eine Bruststraffung in Angriff nehmen. Zu dem Thema ist mir ein Auffall auf der Homepage, haben wir so Vorher-Nachher-Bilder gesehen. Das ist ja nicht nur die Form, die man verändern kann. Viele Frauen leiden zum Beispiel auch unter der Optik von ihrem Warzenhof. Auch das kann man relativ gut mit so einer Straffung optimieren. Genau, der Warzenhof wird verkleinert. Der kann aber im Verlauf wieder ein bisschen grösser werden, weil es dort natürlich Zug hat auf dieser Narbe. Aber grundsätzlich, wenn jemand sehr einen grossen Warzenhof hat, kann man den sehr gut verkleinern. Da sind Patientinnen auch sehr froh darüber. Ja.
Sie sehen also, es ist ganz eine individuelle Geschichte, so eine Bruststraffung. Wenn Sie sich individuell beraten lassen wollen, ganz unverbindlich und kostenlos, dann machen Sie am besten gerade einen Termin ab im Breast-Atelier mit Expertinnen und Experten im Internet unter www.breast-atelier.ch.